Hallo. Na? Ja, ich bin Henrik, wohne jetzt 2 Jahre in Berlin, muss ich sagen. Ich habe mich langsam an diese Stadt gewöhnt, auch an die Verrückten. Ich bin richtig, richtig gut im Umgang mit Verrückten geworden. Mich hat letzte Woche irgendwo nachts um 12:30 an irgendeiner Bushaltestelle kam so ein richtig verstrahlter Typ zu mir und meinte so, Entschuldigung, kannst du mir ganz kurz helfen? Und noch vor 2 Jahren, als ich neu in der Stadt war, hätte ich einfach so die Augen zugemacht und gehofft, dass er von alleine weggeht. Als wäre es so eine Wespe. Eine Wespe mit Alkoholproblemen, ja. Aber mittlerweile habe ich mich an die Verrückten gewöhnt. Ich habe zu ihm gesagt, klar, was kann ich für Sie tun? Als sei ich so ein Service-Mitarbeiter für Verrückte. Und er meinte zu mir, kein Scheiß, ich bin vor 5 Sekunden Opfer von einem NS-Verbrechen geworden. Und versteh mich jetzt nicht falsch, ist ein super ernstes Thema, aber ich hatte einfach ein Gefühl, der Typ flunkert. Der ist gerade nicht Opfer von einem NS-Verbrechen geworden, aber er dachte das und er wollte, dass ich für ihn die Polizei rufe. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht für den Mann die Polizei rufen. Ich kann aber so tun, als wenn ich die Polizei anrufe und stattdessen meine Freundin anrufen. Und ich fand das einen sehr, sehr klugen Einfall von mir. Und ich wähle so ihre Nummer und während ich die Nummer wähle, fragt der Typ mich so, Entschuldigung, du rufst aber jetzt schon die Spezialpolizei an, oder? Ohne Spaß, Leute, was ist die Spezialpolizei? Was ist die Nummer der Spezialpolizei? 1-1 Polizei-Emoji, ja, ich weiß es nicht. Aber ja, ich rufe die Spezialpolizei an, also meine Freundin, und sie geht genau so ran wie jemand, den man 12:30 in der Nacht anruft. Sie meint, was ist dein Problem? Und ich meinte zu ihrem schönen guten Abend, Bremer mein Name, ist da die Spezialpolizei für NS-Verbrechen? Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie sehr ich sie liebe, weil sie hat einfach gesagt, ja, was kann ich für Sie tun? Und Dankeschön. Sehr, sehr cool. Wir sind dann wirklich 1:1 dieses komplette Polizeigespräch durchgegangen. Von Anfang bis Ende das komplette Gespräch. Und ihre letzten Worte waren nur damit es klar ist, du holst morgen Brötchen. Und ich hoffe, du hast eine gute Geschichte für mich. Und wir legen so auf und ich sag zu dem Typen so ganz beruhigend, alles gut, Polizei ist unterwegs. Und er, welche Polizei? Und ich, naja, die Spezialpolizei. Für NS-Verbrechen. Und dann dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Naja, die Spezialpolizei für NS-Verbrechen, hab doch gerade mit dir telefoniert. Ich war schon zu tief in seiner Story drin. Irgendwann haut der Typ ab und ich warte an dieser Bushaltestelle nachts um 12:30 auf die Spezialpolizei für NS-Verbrechen. Entschuldigung, wann kommt denn die Spezialpolizei für NS-Verbrechen? Und spreche irgendeinen Typ an, weißt du, wann die Spezialpolizei für NS-Verbrechen kommt? Und der Typ steht einfach da und macht die Augen zu und hofft, dass ich weggehe. Jetzt wäre ich eine Wespe. Berlin ist schon cool. Ich bin aber auch sehr, sehr froh, in Stuttgart zu sein. Auf der Zugfahrt ist mir was Witziges passiert. Wirklich, auf der Zugfahrt hierher. Ich saß neben so einer Frau und ihrer kleinen Tochter und habe so gehört, was die so reden. Und die Frau meinte so zu ihrer kleinen Tochter, hey, Marie, du hast ja schon ein Muttermal. Und Marie hat die berechtigte Frage gestellt, wieso heißt das nicht Papamal? Und die Mutter war so richtig entsetzt. Sie meinte so, Papamal, Papamal, Papamal. Hast du deinen Papamal angeguckt? Und dann hat sie sich so im Zug umgeguckt und wollte sich so feiern lassen für den Joke. Also einfach so. Wollte einfach so Applaus, jetzt hätte sie gerade so ein Rap-Battle gegen eine 4-Jährige gewonnen. Einfach mal kurz davor, so ein Mic-Drop mit ihrer Capri-Sonne zu machen. Ja. Niemand konnte was mit dem Joke anfangen, am wenigsten ihre kleine 4-Jährige Tochter. Die meinte so, ja, ich habe Papa mal angeguckt. Und dann hat sie einfach so einen Satz gesagt, wie Kinder das manchmal so machen, ohne drüber nachzudenken. Sie meinte, aber hat Papa dich mal angeguckt? Und sie wusste nicht, was sie damit sagt, aber ich würde sagen, sie hat das Battle gewonnen, auf jeden Fall. Burn! Ich mag Kinder wirklich. Ich meine, ich glaube, jeder mag Kinder. Ich liebe Kinder und genau diese direkte, ehrliche Art. Ich liebe das an Kindern. Ich liebe Kinder und ihre Ehrlichkeit. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Vater. Der hat nur ein Bein. Das killt immer ein bisschen die Stimmung. Ist alles gut, ist sein Problem. Aber das Ding ist, er hat wirklich nur ein Bein, kein Scheiß. Und das einzig Lustige daran ist, wie so kleine Kinder auf ihn reagieren. Weil, wie gesagt, Kinder sind so richtig ehrliche, direkte Menschen. Wenn ein Kind meinen Vater sieht, kein Scheiß, dann sagt es wirklich immer so Sachen wie, Entschuldigung? Du hast nur ein Bein. Und mein Vater immer so, ah, cool, danke, dass du sagst. Das erklärt einiges. Jetzt weiß ich, wieso ich immer im Kreis laufe. Ach, Mensch. Spätestens da hätte jeder Erwachsene gemerkt, der Mann hat gerade gar keinen Bock, über seine Einbeinigkeit zu reden. Ich verpiss mich lieber. Aber Kinder nicht. Kinder sind immun gegen Ironie. Ja, Kinder fragen dann weiter so Sachen wie,
Und warum hast du nur ein Bein? Da ist mein Vater mal geil. Er sagt in solchen Situationen immer, naja, ich habe mich als Kind mit einem Einbeinigen unterhalten und mich angesteckt. Das Kind ist auf jeden Fall schnell weg danach, aber ganz schnell weg. Ich habe die Nummer schon häufiger bei Shows erzählt und oft ist es dann so, wenn ich das erzähle, kommen so Leute nach der Show zu mir und fragen mich so ganz aufgeregt, Entschuldigung, stimmt das? Hat dein Vater wirklich nur ein Bein? Und ich denke mir immer so, wow, wie krank wäre es, wenn ich mir das ausdenken würde. Oh, wie kriege ich es hin, dass Leute über mich lachen? Ah, ich hab's, ich tue es, als wäre mein Vater behindert. Und dann baue ich dann meine Gesamtkarriere auf dieser Lüge des einbeinigen Vaters auf. Und irgendwann werde ich so zu Comedy-Preisen eingeladen. Die sagen, hey, bring doch mal deinen Vater mit, über den du mal Witze machst. Und ich komme in die unangenehme Situation, dass ich mir irgendwo einen alten, einbeinigen Mann besorgen muss. Ja. Jeder hasst die Situation, man kennt es. Es ist richtig uncool, seinen Vater behindert zu reden. Die Frage ist, ist es cooler, Witze über seinen behinderten Vater zu machen? Und ich war mir auch nicht so sicher. Ich habe ihn tatsächlich gefragt. Ich bin wirklich zu ihm hingegangen und meinte so, ey, Papa, du weißt ja, ich mache jetzt Stand-Up-Comedy, ist es okay, wenn ich auf der Bühne über deine Behinderung rede? Und er meinte so, Hendrik, ja, du hast 5 Jahre studiert. Mhm. Und jetzt machst du Stand-Up-Comedy. Mhm. Wer von uns beiden ist behindert? Leute, das war meine Zeit. Ich danke euch. Ihr wart super. Hey Leute, wenn ihr hier hinklickt, dann könnt ihr euch noch weitere unglaublich lustige Videos angucken. Wenn ihr hier hinklickt, dann könnt ihr euch die ganze Folge in der ARD-Mediathek angucken. Und wenn ihr hier unten hinklickt, dann könnt ihr den SWR-Comedy-Kanal abonnieren. Wenn ihr hier hinklickt, dann pausiert das Video. Also macht es bitte nicht. Ciao.